So, liebe Leute, braucht gar nicht mehr weggehen. Es geht direkt weiter. Wir machen jetzt einfach. Das ist ja das Schöne. Wir können ja einfach das Replay, glaube ich, gucken in der Match History, ne? Wir machen jetzt einfach das Match von den beiden, die ja Malian rechts gespawnt, unten gespawnt. Samia S80. Machen wir mal Musik an. Ingame-Musik ist schön manchmal. So, Malian unten gespawnt und oben gespawnt, 11 Uhr Position ungefähr in grün. Es ist der Franzose Ruthless. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Was für ein Match uns hier erwarten wird. Ja, ich glaube auf jeden Fall, es könnte ziemlich atemberaubend werden. Denn von Ruthless wissen wir mittlerweile, dass er wohl Age of Empires 2 Veteran ist und ja, jetzt trotzdem relativ neu in Age of Empires 4 ist, mit Level 13 knallt er dir Leute weg. Also der scheint schon ein ziemlich erfahrener Spieler zu sein. Von Samia wissen wir, dass er auch Diamantspieler ist, Dia 1, ich glaube mit knapp der Grenze. Also ich glaube, der war gerade erst quasi Dia 1 erreicht. Ne? Sind schon ordentliche Elo-Werte, die die beiden hier haben. Gutes MMR. Und ich glaube, dass das echt ziemlich interessant werden kann. Ne? So, nochmal Double-Check, Mikrofon ist an, nicht, dass jemand wieder schreit. Denkt dran, es ist 360 Sekunden Delay, alles was ihr jetzt schreibt, lese ich instant, aber die Reaktion darauf kommt natürlich 360 Sekunden später. Beim nächsten Mal machen wir nur noch 2 oder 2,5 Minuten Delay rein, weil das Spiel hat ja auch schon Delay. So, Malian gegen French. Wir wissen natürlich, der French wird wahrscheinlich wieder mit seiner Kavallerieschule angeritten kommen und versuchen, ein bisschen Schaden zu machen. Da hat hier auf Stein gedrückt, hat das direkt wieder abgerissen. Und unten der Malian, der boostet. Der boostet hier jetzt erstmal seine Economy hoch. Baut jetzt auch den Mansa-Steinbruch, Entschuldigung, nicht die Mensa. Die Mensa ist, wo man essen geht. Und dann geht es auch schon in Age 2. Feudal, the Age ist das beste Age. Change my mind, ne? Klar, Age 3 hat auch was, aber 2, Lightcav, Spearman. Es ist einfach schön. Man kann da so schön spielen. Aber nicht jeder mag es. Oh, doch, guck mal, ich kann zoomen. Warum konnte ich denn eben nicht zoomen? Weil das in der Tastenkombination nicht geht? Ja, es geht nicht in der Tastenkombination, okay. Du kannst also entweder die Kamera rotieren oder du kannst zoomen. Aber du kannst nicht beides gleichzeitig. No! So, Kavallerie-Schule hier von Ruthless on top. Der will wieder seine Night-Action spielen und wir haben es ja vorhin gespielt. Er hat mich gnadenlos an die Wand gespielt. Ernstzunehmender Gegner, auf jeden Fall hier auf dem Niveau des Diamantspielers. Das wird spannend. Ich bin gespannt, wie sich ein Diamantspieler dagegen schlägt und ob er eine Chance hat mit Malians ohne Kaserne im Moment. Sollte auf jeden Fall jetzt gleich, glaube ich, irgendwie mal was zur Death haben. Ne? Ich meine, er hat zwar seinen TC hier, die Knights werden dann nicht wirklich viel machen können, aber da kommt die Kaserne. Nein, es kommt der Stable. Es kommt instant der Stable. Oh, oh, das wird echt lustig. Das wird ein spannendes Match. So, hier in der Gold ist erstmal der Scout von Samia. Sagt mal hallo. Sagt mal hey. Beachte mich. Beachte mich. Beachte mich. Du sollst nicht minern. Ich mag das. Mache ich auch gerne mit meinen Double Scouts. Einfach mal hin und versuche ein paar Sekunden Mining Time zu klauen. Aber ich greife dann eher hier das Ding an. Weil jetzt... Oh, der kriegt den Worker down. Nicht dein Ernst. Er kriegt den Kill. Der Kriegerspeer. Jetzt steht er hier rum. Der Kriegerspeer holt sich den Kill. Ruthless passt hier nicht auf. Das macht er doch mit Absicht. Baratus et Prompt.
Ah, den Hit wollte er noch haben. Alter, fast 3 Kills. Was ein OP-Scout. MVP, liebe Leute. MVP einfach dieser Scout. Kann man nicht anders sagen. Nächste Kriegerspeer kommen mit hinzu. 3 Kriegerspeer sind natürlich schön. Ah, oh, das erinnert mich an was. Ich habe einmal gegen Jules gespielt und er hat mich mit diesen Kriegssperren einfach innerhalb von ein paar Minuten besiegt, weil er sich hier reingestellt hat und ich keine Kaserne hatte. So, und ich konnte keine Kaserne bauen, weil ich keine 150 Woods hatte. Also die Dinger sind schon nicht zu unterschätzen, ne? Das Opening mit denen kann schon ziemlich wehtun. Und der Knight... Der Knight von ihm. Ich kann... Es wäre schön, wenn man hier draufklicken kann und man springt direkt zu der Unit. Der Knight wird wahrscheinlich jetzt erstmal zu Hause in der Defense bleiben, ne? Weil die Warrior Scouts hier, die machen natürlich schon Schaden, wenn die in Masse ankommen, ne? Hier unten haben die aber nochmal Harassment. Da ist ein Knight an der Gold. Macht da ein bisschen was, aber 2 Krieger-Scouts sind da, um das Ganze zu verteidigen. Jetzt sind 4 hier oben. Ein Knight wird sich hier oben ein bisschen kümmern. Aber ob das ausreicht? Der Knight macht hier schon gut Druck. Ila Lu, sagt der Jules da. Herzchen ab! Und jetzt ist der, sind die Knights natürlich stärker als die Warrior Scouts, ne? Snowballen ist gut, aber Snowballen muss man auch erstmal klappen. Ein Knight steht in der Defense. Komplett in der Defense dieses Mal. Er ist nicht aggressiv auf der Karte wirklich unterwegs, außer hier unten. Ignoriert auch hier einfach mal den Krieger-Scout, der anfängt, seinen Scout zu töten. So, und hier unten kommt die Mühle jetzt an die Berries. Berries werden die nächste Nahrungsquelle werden. Rex ist mittlerweile auch am Start. Holz wird fleißig gemeinert. Was heißt nicht gemeinert? Abgebaut. Geharvested. So. Und hier kommt jetzt die Forge hinzu. Die Forge für den Franzosen. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Oha, das Haus hier unten geht kaputt. Der Knight ist immer noch da. So, Schafe sind hier unten auch noch am rumstehen. Jetzt zieht er sich hier erstmal zurück. Hier macht er eigentlich gar keinen Resment. So, ein Knight hier in die Holz-Eco wäre schon eine tolle Situation. Aber Donzus sind jetzt auch mit am Start. Und Donzus, die machen natürlich mit den Knights einfach kurzen Prozess. Und selbst die paar Pfeile, die vom TC regnen, sind hier eine große Hilfe. Das heißt, da kann Roosters jetzt überhaupt nichts mehr machen. In der Theorie, hier oben sind die Warrior Scouts, haben schon wieder ein paar Worker angegriffen. Die Mühle ist auf jeden Fall gescoutet. Nahrungsmittel-Income ist jetzt bei Roosters fast schon, ja, niedrig. Ne? Er hat noch die Schafe an seinem TC, die werden jetzt aber auch demnächst ausgehen. Und dann muss er hier auf das Camp gehen. Es sei denn, er findet noch irgendwo etwas anderes, was er nutzen könnte. Aber er hat das Camp. Oder er geht auf die Felder, was natürlich sehr, sehr holzintensiv wäre. Hier, die Wall hat er auch noch nicht aufgebaut. Das ist schon eine Sache für sich. So, nächste Mühle kommt hier unten. Aber direkt abgesichert. Da soll nichts passieren. Das will er safe spielen. Da will er nichts riskieren. Jetzt kommen ein paar Archer mit hinzu, zusammen mit den Knights. Kann gefährlich werden, wenn er das Ganze hier contestet. Noch ist nur ein Donzu da. Weitere Kasernen werden jetzt geaddet. Plus die Forge, um die Upgrades auch auf seiner Seite zu machen. Wir sehen, dass Death Upgrade für die Melee-Infanterie kommt. Und die Kriegsspeer, die holen sich hier das Fleisch nach Hause. Der Malian hat den Plan, möchte hier, dass die ja alles holt. Holt sich hier Wildschwein, sagt dem Scout, sammel mal ein, bring mal heim. Volk hat Hunger, Volk will nicht verhungern. Und so passiert's. Ruthless steht immer noch ziemlich defensiv. Von dem aggressiven Gameplay, was wir vorhin gesehen haben, ist aktuell nicht viel übrig. Und der Malian, der freut sich. Der kann gerade machen, was er will. Der baut sich hier seine gemeinsame Stadt auf. Sein neues Imperium. Und da ist der Schießstand. So, Double Archery haben wir jetzt hier am Start. Das heißt, mehr und mehr Bogenschützen kommen dazu. Warrior Scouts sind hier oben noch, wollen noch mal ein bisschen reindeifen. Kriegen auch ein paar Punkte Damage raus. Die Knights in der Defense reagieren 0. Jetzt reagieren sie. Und hier unten ist Harassment. Knights und Archer greifen da unten das Gold an. Hier oben ist soweit verteidigt. Die Knights gehen raus, wollen den Kampf hier nehmen gegen die Warrior Scouts. Und das kriegt er auch hin, da zieht er sich erstmal zurück. Einer ist tot, einer ist fast tot. Die anderen zwei, die können dann auch nicht mehr wirklich viel machen. Hier unten kommt keine Gegenwehr. Die Donzos sind nicht im Bau.
Aber er produziert aus einer Kaserne. Und baut jetzt hier erstmal seine Wall auf. Das heißt, die Warrior Scouts können auch da nicht mehr erstmal kein Harassment mehr betreiben. Hier unten sieht gut aus, er macht Schaden und er hat hier die 6 Archer und die 6 Archer knallen halt die Dunstes weg. Und wenn jetzt noch die Knights mit dazukommen, dann wird das Ganze echt haarig, ne? Oh, guck dir das an, die Warrior Scouts holen die ganze Zeit Fleisch, yummy, yummy, yummy. So, Häuser werden angegangen. Häuser gehen gleich auch irgendwann kaputt, wenn die Gegenwehr nicht kommt. Wir sehen Donzos, wir sehen Warrior Scouts. Und wir sehen auf Seiten von Ruthless auf jeden Fall auch schon mal jetzt seine Stärke, die er hat. Wir sehen sein Contain. Hier an der Gold, er wird die Häuser alle abgerissen bekommen. Denn mit den Archers kann er die Donzos auskalten. Ausschalten und die Warrior Scouts und die Knights kümmern sich einfach um den Rest. Das ist schon deprimierend. Und da kriegt er nochmal mit seinen Knights einen Warrior Scout rausgenommen. Die Defense ist. Ah, oh Gott, da stehen zwei Donzos. Er braucht jetzt jede einzelne Einheit in der Defense und verschenkt einfach mal zwei Donzes. Das ist nicht gut gelaufen für den Malia. Überhaupt nicht gut. Und jetzt kommen die Knights, diven in die Holz-Eco rein. Und da holen sie sich erstmal direkt instant einen Kill. Der zweite kommt dann nochmal weg. Nein, stirbt auch. Durch die Gebäude. Flüchtet, ihr Lieben. Flüchtet rein ins TC. Und jetzt wird hier defended. Jetzt wird gekämpft. Die Bogenschützen sind auch noch irgendwo gewesen. Das TC ballert jetzt munter auf die Knights, aber bis die Knights down sind, das wird eine Weile dauern. Warrior Scouts sind wieder auf der anderen Seite unterwegs. Hier haben wir noch mittlerweile eine ganz ordentliche Menge Bogenschützen, die am Start sind. Jo, 14 Bogenschützen. Ich würde den Druck, glaube ich, jetzt nicht abbrechen lassen. Ich würde mit den Bogenschützen weiter versuchen zu pressuren. Er hat da den Army-Vorteil, aber er muss auch gucken, dass er hier oben verteidigt. Da kommt ein richtig großer Warrior Scout rein, Sofa und Kriegsspeer. Oh, 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 oh. Oh, oh. Evakuieren, evakuieren. Alarm, Alarm. So, hier unten ist der Druck abgefallen. Seine komplette Army hat er zurückgeholt. Er will das verteidigen. Auch eigentlich eine gute Entscheidung. Die komplette Army hier zu töten, mit allem, was er hat. Dann hat der Malian hier definitiv nicht mehr viel zu lachen. Oh, und da unten die Wall hat er dicht gemacht. Da kommen sie nicht mehr raus. Er kriegt die komplette Army. Wenn er jetzt alles gut macht, kriegt er die komplette Army. Uff. Eieieiei, das tut dem Malian weh. Und der hat schon wenig Supply. 61 Supply. Hier unten kommen nochmal die Knights hinzu. Er zeigt ihm jetzt auch einfach, guck mal, ich bin so weit vorne. Ich baue jetzt einfach vor deinen Augen die Mühle. Du kannst eh nichts machen. Ich habe genug Einheiten zu Hause, die das Ganze verteidigen können. Und das passiert auch. Die Warrior Scouts hier oben, die können nicht wirklich viel machen. Kann da zwar vielleicht die Mühle rausnehmen, aber er verliert hier alle, fast alle seine Warrior Scouts gegen die Knights und das ist schon eine gefährliche Army. Eieieiei. Und er hat zu Hause nur 12 Donzus. Er braucht auf jeden Fall Army. Was cool wäre, wäre jetzt H3 und eine Mangel gegen diese ganze große Ansammlung an Archern, die er mittlerweile hat. Gold wird hier unten wieder neu aufgebaut. Hier unten sind Warrior Scouts, kümmern sich um ein paar Bogenschützen. Aber das Interessante ist das, was hier oben passiert. Splittet seine Einheiten, um zwei Stellen zu deften. Kommt er hier rum, holen ihn die Knights. Kommt er hier rum, holen ihn die Bogenschützen. So. Die Warrior Scouts sind auch ziemlich hart angeschlagen. Da muss er auf jeden Fall aufpassen. Aber er hat bis jetzt nur Donzus auf dem Feld. Er hat nicht wirklich irgendwas, was er gegen die Dingens einsetzen kann, ne? Gegen die Archer. Das heißt, ja, was macht man in so einer Situation? Samyar spart, er will H3 gehen, hat mittlerweile 800 Food auf der Bank, 400 Gold fast. Das heißt, das dauert noch 2-3 Minuten, wenn er jetzt nicht Units pumpen muss, ne? Wenn Ruthless ihn jetzt hier dazu zwingt, weiter Units zu pumpen und in die Verteidigerposition zu gehen, dann wird sich H3 definitiv weit, weit nach hinten verzögern. Und aktuell verteilt sich das Spiel wieder auf die Hälfte von Samyar.
Und der muss natürlich dann gucken, wenn er das Spiel in seiner Hälfte ist, dann wird der Franzose gleich H3 gehen. Und das ist so einer der größten Ängste. So, jetzt kommt's hier zum Engagement. Warrior Scouts gehen nach vorne, gehen auf die Bogenschützen. Die Donzos gehen nach vorne, wollen hier die Knights fokussen. Aber die Archer von Ruthless, die machen hier einen guten Job und fokussen einen Donzo nach dem anderen raus. Es ist ein Hin und Her, es ist ein Hin und Her. 10 Donzos sind noch übrig, 8 Donzos. Sieht nicht gut aus für den Malian. Und da kommt nochmal Damage raus. Da zieht er sich zurück. Sind immer noch 5 Knights da. Und eine Menge Archer. So, und jetzt haben wir hier keine Defense. It's last man standing. Die Ramme wird gebaut. Ruthless denkt sich so, Alter, get out of my game. Ich werde das Ganze jetzt finishen. Mit einer Ramme, mit ein paar Reinforcements, die auf dem Weg nach vorne kommen. Und da kommt es, ne? Nummer 2 Worker hier durch die Knights getötet. Die erste Ramme ist da. Und jetzt wird hier abgehoben. Jetzt sagt er sich so, meine Güte, get out. So, Knights sind da. Werden jetzt alles hier rausnehmen. Mit den Reinforcements baut er sich jetzt hier in den richtigen Container aus. Er hat zwar hier noch was, aber... Es ist auch 20 Supply Vorsprung mittlerweile für den Franzosen. Und das sieht beeindruckend aus. Das sieht ängstlich oder beängstigend aus für den Malier. Der ist hier komplett eingekesselt. Ne? Der hat, wird hier vorne alles verlieren. Er schindet ein bisschen Zeit. Und das ist auch gut so. Aber 18 Archer, da brauchst du halt wirklich schon... Da brauchst du wirklich schon irgendwas, was da reinballt. Da brauchst du ja fast schon denselben Archer-Count, damit du das schaffen kannst. Oder hier, wie heißen die nochmal? Die Javelin-Thrower, sind die nicht als Malian der Counter? Ah, jetzt hat er die Lücke gefunden. Dived rein ins Holz. Zack, bumm, ratze, putze, alle Worker einfach mal RIP. Naja gut, alles übertrieben. Aber er macht schon richtig viel Eco-Schaden. So, Ramme kommt nach vorne, Archer kommt nach vorne. Und da kommen die Sofa. Oh. Sofa wollten hier die Archer angehen, müssen sich aber zurückziehen, weil die Knights jetzt in der Defensive sind. Die Donzos versuchen zu verteidigen, die Ramme. Aber das hilft gerade nicht wirklich. Ruthless einfach in der Übermacht. 84 zu 58 Supply. Das Army Supply schrumpft immer weiter. Er hat nicht mehr viele in der Defensive hier übrig und die Archer knallen immer noch rein. Es sind immer noch 20 Archer hier auf dem Feld plus Knights. Oh, kann er das halten, ist die große Frage. Die Donzos knallen hier nochmal rein. Der letzte Knight geht down. Noch Knight kommt als Reinforcement dazu. Das bis dahin sah so aus, als hätte er es halten können. Jetzt aber mit den Reinforcements von Ruthless. Sieht das so aus, als wenn das nochmal eine knappe Kiste wird hier. Donzos werden gesniped. Zack. 3 Units noch in der Defense. Und es sind immer noch 9 Archer hier, die weiter Druck machen. Die sagen, das Game, das ist meins. Ich ziehe ins Finale ein. Ich werde gegen Serial Killer spielen und nicht du. Und unsere Dia-Spieler hier kommen richtig hart ins Schwitzen, ne? Also das ist schon eine Situation, die eklig ist. Wenn du army-technisch hinten bist, der Gegner dich komplett zu deiner Base zurückgedrängt hast und du nicht H3 gehen kannst, das ist schon bitter. So, wir sehen, ekotechnisch hat sich einiges getan. Food Income bei Ruthless ist mittlerweile knapp auf 1200 hochgesprungen. Mit dem Deer Camp hier hinten, den Feldern hier. Das ist natürlich schon ordentlich. Das heißt, H3 könnte er in einer Minute gehen, ne? Naja gut, 2 Minuten, er bräuchte noch Gold. Aber, ja, er hat so viel Schaden gemacht. Geht jetzt nochmal mit der Ramme nach vorne. Wird dann wahrscheinlich versuchen, hier die Häuser abzureißen und zu scouten, was macht mein Gegner. So, sieht, da sind noch ein paar Reiter, ich gehe rein. Weitere Reiter, also Knights kommen hier hinten in die Gold, versuchen da ein bisschen Harassment zu betreiben, entscheidet sich dann aber anders. Und dann haben wir den nächsten Push. Nächster Push ist da, wo Units, gute Frage. Ja, und das sieht mir jetzt nach dem Game Ending Damage aus. Zack. Die letzten 6 Units sterben hier im Kreuzfeuer der Archer. Die Ramme reißt die Häuser aus. Hoi, 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 hoi. Was ein Contain. Wo sind die Units? Sofa und Warrior Scouts. Alter, Ruthless ist einfach OP. Er macht
dem French alle Ehre. Hier sind Knights, hier hinten sind Knights, hier sind Knights. Überall auf der Karte sind Knights. Er spielt seinen Gegner schwindelig. Jetzt habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich gegen ihn verloren habe. Er ist halt einfach hier der dominantere und bessere Spieler. Das kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Er dominiert hier Samia. Und Samia, der versucht hier wahrscheinlich jetzt nochmal mit einem All-In-Pull das Ganze zu verteidigen. Selbst wenn er schafft, ist er allerdings so weit hinten. Ja, da wird nicht mehr viel passieren. So, der Archer geht nach vorne. Die Ram wird jetzt von den Worker gefokust. Knights kommen jetzt von unten nochmal mit rein. Von oben kommen auch nochmal welche. Da stehen sogar noch Reinforcements. Das heißt, selbst wenn er es cleared, hat er immer noch genau dieselbe Menge an Army, die er nochmal fighten muss. So, Ramme ist kaputt, TC ballert noch mit drauf. Hat er das Ganze nochmal verteidigt bekommen? Hier ist die Frage. Die Donzos werden immer super instant vom Micro hier rausgesniped. Oh, jetzt. Jetzt sollte es das aber gewesen sein, oder? Jetzt sollte er es gehalten haben. Ja, jetzt hat er es gehalten. Wow. Mit großer Mühe gehalten, H3 sehen wir hinten, das Königliche Institut kommt für Ruthless. Gut, Push gehalten, war ein starker Push. Also ich hätte tatsächlich eher fast schon gedacht, dass der Malian jetzt hier drauf geht. Upgrade-technisch sind beide Spieler gut dabei, Military Upgrades für Ruthless sind aber besser. Der Franzose, der jetzt hier H3 geht, dauert zwar noch ein bisschen, bis das Gebäude fertig wird, aber es geht noch voran, es geht noch voran. So, jetzt ist er aber selbst wieder auf der Karte aktiv, will ein bisschen Map Control zurückholen, will mal gucken, was der Gegner macht. Ich meine, er hat so viele Army gebaut und so viel Army verloren und hat H3, was er jetzt hätten will. Das heißt, viele Einheiten kann er nicht zu Hause haben. Das heißt, wenn Counter Go, ist eigentlich nach einem so gut abgewehrten, na, so gut nicht, aber nach einem so abgewehrten Push, ist eigentlich die beste Gelegenheit, um einen Counter zu machen, ne? So, er weiß natürlich von den Mühlen, die hat er vorhin gescoutet. Und da geht er jetzt auch ran. Seine Ziele sind die Worker. Je mehr Economy er tötet, desto besser. H3 hat er jetzt. Und Samia ist immer noch auf H2, ne? Hier unten sind wieder Knights in der Eco drin. Kriegen hier nochmal einen Worker. Na, Donzos sind keine hier zu Hause. Warrior Scouts und Sofa. Mehr braucht Samia nicht, um das Spiel zu gewinnen. Zwei Donzos sind jetzt da, wo die alle wieder weg sind. So, hier oben wird Royce fleißig Gold gemeinert, hat genug Gold fürs Erste, verlagert seine Wirtschaft ein bisschen um, mehr Holz, mehr Nahrung und da sind sie, die bösen Buben. Rein in die Knights, kriegt den Surround hin. Jaja, also sofort machen die definitiv Platz, wenn er den Surround hinbekommt. Ah, guck da. Jetzt da. Jetzt haben wir aber das Gefühl hier, dass der Malia auf einmal besser tradet, ne? Die Sofas hier kriegen aber nochmal viel Damage rein. Kriegt er beide? Nee. Kriegt keinen Glück gehabt, aber... Uff. Oh, die Knights hätten hier einfach nur anchargen müssen und er hätte beide rausgenommen. Okay, das war eine spannende Situation gerade. Und... ja... da geht einem doch das Herz auch. Das ist echt ein Spiel auf Augenhöhe. Also, oh, da sind ganz viele VDs bei dem Malia. Ganz viele Worker, die nichts tun. Jetzt geht da aber auch H3. Jetzt geht da auch H3 und das ist eigentlich gut. Er muss langsam agen. Er muss dann wieder in den Upgrades nachziehen. 18 Worker nimmt er zum Bauen, aber Military Upgrades fehlen so ein bisschen. Er geht nicht weiter auf ein Death Upgrade, nicht weiter auf ein Attack Upgrade oder so. Das lässt er einfach mal so weiterlaufen. Aber Income-technisch hat er jetzt wieder aufgeholt, ne? Food Income 1100. Wood Income ist ein bisschen low, da könnte er ein paar mehr Worker gebrauchen. Und ansonsten stabil von Ruthless hier. Der Malian zieht jetzt nochmal ein bisschen vor. Ich glaube, er will hier die Position einfach absichern. Könnte aber auch genauso gut von der Position gehen. Und jetzt sind beide Spieler eher so in das, in diese Melancholie des, ich baue meine Stadt erstmal auf, verfallen, ne?
Beide sind jetzt at Age 3. Wir hatten gute Kämpfe. Wir hatten richtig gute Kämpfe. Wir hatten ein starkes Early Game von Malian, der mit seinem Scout einfach mal drei Worker getötet hat an der Goldmine. Wir hatten ein schönes Ritter-Harassment und Ritter-Defense von Ruthless, aber auch gerade eine schöne Verteidigung von Samia zu Hause bei sich, wo man zweimal schon dachte, okay, das wird nichts mehr, das könnte das Game-Ending-Damage gewesen sein. Aber er hat sich nochmal rausgespielt, ne? Ist jetzt, beide sind jetzt Age 3. Und beide sind jetzt im Supply fast schon wieder gleich auf, ne? Samia ist jetzt bei 80, war vorhin 20 Supply hinten. Ruthless ist jetzt bei 88. Also auch wieder gut dabei. Worker-Technik, wir sehen's. Es ist einfach gut bei beiden aktuell. Also zurück ins Game gefunden, nicht zu früh rausgegangen, gute Entscheidung hier gewesen auf jeden Fall. Und jetzt ist wieder alles offen. Jetzt ist alles offen und die Frage ist, was sehen wir gleich noch, ne? Sehen wir gleich noch ein paar Mangen, sehen wir noch Siege-Units? Das ist hier noch eine andere Frage. Jetzt geht er selbst mal raus, der Malian auf der Karte unterwegs. Und der Malian denkt sich jetzt wahrscheinlich so, okay, ich habe jetzt 3 Minuten überhaupt gar nichts gemacht und stand nur zu Hause rum. Ich gehe mal gucken, was der macht. Ich glaube, der hat in Eco investiert. So kann ich mir ungefähr den Gedankengang vorstellen von Samia, der sich hier relativ gut aufstellt. Dann könnte jetzt eigentlich versuchen, hier reinzupoken, oder? Hier das Tor einreißen. Oh, es sind aber viele Archer, Alter. Ich glaube, direkt instant in Formation gegangen. Alter, was eine Reaktion. Voll krass. Instant in die Reaktion gegangen. Wahnsinn. So, hier hinten will er aufreißen. Krass, der hat echt eine gute Reaktionszeit, ne? Gucken, was passiert, was und er reagiert instant. Wahnsinn. Also da haben wir ein Spiel gefunden, was richtig geil ist. Und da bin ich dann schon aufs Finale gehypt. Wobei ich glaube, dass der Gewinner aus dieser Partie hier doch favorisiert ist, um im Finale zu gewinnen. Spannendes Game. 27 Minuten, fast 28 Minuten sind wir jetzt schon in Game. Oh, da treffen die Amis aufeinander. Wow. Oh mein Gott, die Donzos knallen instant rein. Und die Sofas, die wollen hier die Archers... Oh Gott, zerfetzen die. Oh, schön. Er versucht sie zu surrounden mit den Sofas. Alter, der braucht ja noch nicht mal Siege-Units dafür. Oh Gott, sterben da nochmal viele. Aber jetzt kommen Armbrustschützen mit dazu. Ein ganzer Squad hier. Ah, Durchbruch, die Mauer ist gefallen. Und der Malian ist in der Base. Sofas gehen nach vorne, wollen aber eigentlich nicht auf die Knights gehen, sondern auf die Archer hier. Er nimmt sie jetzt aber, um die Knights zu fighten. Knights ziehen sich zurück, Archer gehen in die Backline. Es ist ein Hin und Her. Wir haben die Situation, dass es hier ein bisschen Microphase geht. Und wir sehen das, jetzt gehen die Sofas durch. Erstmal 10 Sekunden in den Bewegungsmodus. Jetzt sind sie aber an den Archers ran und zerfetzen hier die Archer. Armbrustschützen kommen jetzt hinzu und die teilen nochmal ordentlich Kellen aus zusammen mit den Knights. Die Donzos gehen hier auf die Worker, snipe die Worker. Wahrscheinlich, weil die gerade in Range waren. Jetzt die zwei Knights noch, die Armbrustschützen da, Sofas. So, jetzt geht's rein in die Woodline und das sieht gut aus für den Malian. Samia ist hier im Vormarsch. Alter Falter, hat das Game gedreht, ist jetzt in der Base des French. Der muss sogar sein TC schon beladen. Und jetzt kann er hier einfach kaputt machen, was er will. Er kann kaputt machen, was er will, denn Facilities, da fehlt es so ein bisschen. Es kommen keine Reinforcements da. Und jetzt haben wir die Situation von vorhin nochmal gedreht. Jetzt ist der Malian am Contesten. Und da werden jetzt einige Worker fallen. Da werden viele Worker fallen. Malian kommt mit seiner gesamten Army. Reinforcements sind auch dabei. Jetzt wird hier sogar schon die defensive Burg gebaut. Jetzt kommt die Belagerungswerkstatt dazu. Hier sind alle Worker gestorben. Unfassbar. Samia back in the game. Und jetzt mit 50 Supply Vorteil
hat sich gut zurückgespielt und lässt den Druck jetzt nicht mehr abfallen. Die Burg ist aber jetzt auch jeden Moment fertig. Das heißt, dieser Angriffsweg sollte er nicht gehen. Vielleicht oben rein in die Eokor. Samia, versteif dich nicht auf die Burg. Mach das, was dir am besten gefällt und geh in die Eko. So wie du es das ganze Game über schon vorhattest. Oh, guck das an, da oben hat auch nochmal ein Veteran so was getötet. So, hier unten ist schon der Scout gewesen. Es sind nur 5 Armbrustschützen da oben, die das Ganze verteidigen können aktuell. Reißt jetzt hier alles ab. Weniger Vision für den French Player. Der denkt sich auch, die 3 Worker kannst du behalten. Ich gehe jetzt komplett in deine Eco und schneide dich von deinen Ressourcen ab. Das könnte es schon gewesen sein. Ruthless ziemlich in der Bedrängnis jetzt. Er hat nur 3-4 Archer. Er hat nur ein paar Arbaleste und ein 6 Knight. Und das ist natürlich schon ordentlicher Army Ball hier. 46 Donzos, 18 Sofas, 3 Warrior Scouts, 1 Klosterfuzzi. Und da geht er rein in die Eco, da kommen die Fackeln gezogen. Und da geht er instant drückt er sein TC an. Aber bis zu dem Zeitpunkt gerade eben war es super krass gespielt von ihm. Eieieiei, er zieht sich hier sogar noch ein paar zurück. Er will die Armbrustschützen aus dem TC kalten. Und er will die Worker rauslocken, ne? So, hier hinten sind nochmal ein paar Häuser, 1, 2, 3, 4, 5, die er ohne Gegner töten kann. Und wenn er die getötet hat, passiert nicht viel, denn er hat auf 180 Supply schon vorgesorgt. Also kein Stress für ihn. Und da kommt die Mangel, 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 die Mangel. Verfehlt. Ladies and Gentlemen, das ist unfassbar, was hier der... Ups, was er hier auf die Beine gestellt hat, was für ein Comeback. Die Donzos und die Sofa, die machen hier einfach den größten Stress, den man sich vorstellen kann. Oh ja, 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 ja. Er muss jetzt eigentlich gar nicht mehr mit ihm machen. Er hat die Wall durchbrochen, er ist in der Base, er kann jetzt hier eigentlich das Warnzeichen angreifen, ohne wirkliche Konsequenzen. Es ist Lightcap da, es sind ein paar Knights da, es ist eine Mange da, es sind ein paar Armbrustschützen da. Und jetzt baut er auch Mangen. Jetzt baut er Rammen, nicht Mangen. Das kann man übrigens aufteilen, ne? Du musst nicht zack, zack, zack mal. Guck mal, die alle hier machen nichts, ne? Kannst du aufteilen. So, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Das soll es gewesen sein, denkt sich Samia. Der Malia will es beenden. Der Malia ist ready. Und ich bin auch ready für das große Finale in dieser Partie zwischen den beiden. Zwischen Ruthless und Samia. French vs. Malian. Und Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht in den Endspurt. Er drückt jetzt die Mangen durch. In der Vision. In der Theorie könnte Ruthless die Situation nutzen, um versuchen, was zu machen. Aber er hat nicht ansatzweise Army, um was zu machen. 101 Army Supply gegen 48 Army Supply. Und Samia ist soon maxed out. Das wird nicht mehr lang dauern. Alter Falter. Alter Falter, was ein Game. Was ein Game, was ein Game. Da kommen die Rammen angerollt. Da kommen die Rammen angerollt. Und das sollte eigentlich instant der GG-Call werden, glaube ich. Hier unten ein paar Knights, ein paar Lightcap-Dinger. Da kommen die Rammen auf die Burg, auf die Burg. Donzos, Sofa, alles hinterher. Worker sind gepult. Die letzte Verteidigungsschlacht hier hat begonnen. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr da wart. Aber das sieht mir over aus. Oh oh, oh oh, er droppt 166 Supply gegen 95 Supply. Pout, die Mangel knallt nochmal rein. Er kann es nicht finishen. Er kann es nicht finishen. Es sieht so aus, als kann er es nicht finishen. Währenddessen hat der Knights hier unten in seiner Base. Ah, Counter-Go, wenn du im Contain bist. Geh einfach selber mal rüber mit 2-3 Einheiten. Und das sieht... Oh nein, er kriegt es verteidigt. Er kriegt es verteidigt. Ruthless kriegt es verteidigt. 90 Supply, er hat nicht wirklich was verloren. Die Burg knallt hier rein, das TC knallt rein und die Arbaleste, Bogenschützen und Knights kriegen das Ganze hier verteidigt.
Was ein Hold! Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Beide Spieler wieder an der 100-Supply-Marke. Das Income bei beiden Spielern ungefähr gleich. Aber das Harassment hier unten, das hat Schaden gemacht. Da ist er immer noch dran mit seinen Knights. Die Donzos sind nach vorne gerallied. Er zieht sich hier komplett zurück, moved seine Einheit nach vorne und verliert hier einiges an den Archern. Ruthless hat das Game nochmal gedreht. Was ein Hin und Her, Ladies and Gentlemen, in diesem Game. Franzosen gegen Malia. Und das ist, glaube ich, das spannendste Game, was wir heute Abend hier in dem Low Elo Legends Cup sehen können. Oh mein Gott. Und sorry, dass ich die ganze Zeit Ladies and Gentlemen sage. Sorry, ich habe es mir angewöhnt. Ist irgendwie so ein Tick. Ich versuche es zu bessern. So. Fantastico. 97 Supply, 111 Supply, 42 gegen 47 Army Supply. Und das Game wurde wieder gedreht. Es ist ein Hin und Her in diesem Game. Es ist einfach krass, was die beiden hier gerade abliefern. Upgrades sind weiter im Bau. Er hat auch das 2er Attack Upgrade für seine Fernkampfeinheiten. Das heißt, die Aberlässe wird dann nochmal richtig reinknallen. Wo sind sie eigentlich? Dass man nicht auf Units klicken kann und die gezeigt bekommt, finde ich ein bisschen schade. Da ist ein kleiner Clinch, ein paar Knights. Kommen noch ein paar Knights hinzu. Oh, verlier die Knights bitte nicht. Das war schon wieder teuer. Das hat schon wieder ein bisschen Geld gekostet. Da. Da sind sie doch. Veteranenbogenschütze. Zack. Da. Arbaletria. Arbaletria? Aber Lester, aber Letria? Das sind unterschiedliche Sachen, glaube ich. Aber Letria. Aber Letria? Gucke mal. Und jetzt beruhigt sich das wieder. Jetzt sind wir gerade schon wieder in so einer Phase, wo beide Spieler denken, okay, krasser Fight. Ich muss mal mich um meine Production kümmern, um meine Eco kümmern. Das Gold geht aus, das Stein geht aus. Man muss langsam mal ein bisschen auf der Karte expandieren. Die Woodline muss neu gezogen werden. Aber keiner von beiden Spielern ist auch am Traden, ne? Er hat zwar hier eine Mauer gebaut, Traden hier nicht, aber ein zweites TC hat er hier. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell der Malia wieder seine Armee neu gebaut hat, ne? Und dann kommen die Ritter wieder in die Base von Ruthless. Zap, zarab, der geht da ran. Ran an die Eco. Gibt auch nochmal ein paar Worker hier getötet. Donzi spawnen jetzt. Pap, 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 pap. Pap, 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 pap. Ziemlich, ziemlich cool. Aber wir sind immer noch in H3, liebe Leute, ne? 38 Minuten. Keiner der Spieler will H4 gehen. Aber keiner der Spieler kann auch H4 gehen. Wie soll man H4 gehen, wenn man die ganze Zeit Armin miteinander tradet? Und die Trades sind einfach Wahnsinn. Die Trades sind Wahnsinn. 114 Supply gegen 168 Supply. Food Income sehen wir aber bei beiden Spielern an der 1000er Marke. Rest auch an der 1000er Marke, das heißt in der Theorie könnten wir noch ein H4 sehen. Und im H4, glaube ich, würden beide Spieler noch mal ein bisschen mehr aufdrehen. So, aber gleich schon wieder maxed out, 60 Supply Vorteil mittlerweile für Samia, der auch schon wieder auf der Karte ein bisschen aktiv ist, ne? Und hier haben wir ganz, ganz viele Archer, alter Falter. Das sind echt viele. Nightrun bei hier oben an der Gold, hier unten nehmen die Archer einfach mal so sämtliche Dingsbums raus, Donzus raus. Ich glaube, er wollte checken, ob hier unten irgendwie gemarktet wird oder so. Gemarktet, getradet. Und ist aber nicht der Fall. Von daher wird es wahrscheinlich einer der Kämpfe um die Goldbasen gleich
entscheiden. Hier unten ist natürlich nur eine große. Hier haben wir noch eine. Hier drüben ist noch eine. Die ist aber schon hier von dem Alien eingenommen worden. Hat ein bisschen Night Harassment. Und hier oben, da wird getradet, ne? Da ist der French am Traden. Und das sollte er verteidigen, so gut es geht, ne? Compadonzos, Free Kills sind immer gut. 165 gegen 130 Supply. Boah, guckt euch die Speere der Donzos an, wie die fliegen. Da fliegen die Speere. Boah. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, er kommt ran. Er kommt ran, er kriegt fast den Surrounded gegen die Archer und gegen die... Ah, gegen die Avaletriers. Er versucht es auch die ganze Zeit. Er versucht die ganze Zeit hier den Surround. Jetzt kriegt er ein paar. Zack. Kriegt ein paar. Einfach abgestochen alle. Trader in Sicherheit gebracht. Zieht sich komplett wieder hinter seine Mauer rum. Oh, und der Balian. Der Balian, der Balian, der Balian. Der will da durch, der will da durch. Und er kommt durch. Jetzt die Mangel. Ein guter Schuss, aber macht nicht mehr wirklich viel Damage. Warrior Scout, Sofa, geh nach vorne, werden die Mangel fokussen. Die Mangel ist dann raus. So, und jetzt sind noch die Donzos da. Die Archer. Was machen die Archer? Die Archer versuchen jetzt hier durchzugehen. Das ist nicht gerade die beste Entscheidung. Es ist cool, wenn du die Archer blocken willst, aber bis die da durch sind, das ist alles Zeit, in denen sie nicht schießen. Die komplette Army des French hat mittlerweile das Zeitliche gesegnet zum dritten Mal in dieser Partie. Und wir sind wieder in der Verteidigungsposition. Richtig, richtig. Er könnte halt versuchen, hier über die Felder ein bisschen Schaden zu machen. Vorhin. Oder... Ja. Also hier wolltest du eigentlich gegen die Burg nicht fighten. Da wäre hier wirklich Felder burn und so ein bisschen besser gewesen. Knights sind immer noch auf der Karte aktiv. Machen hier ein bisschen Rambazamba. Hier, das hat er komplett abgerissen bekommen. Und hier kommt der nächste. Game-Ending Damage. Ob es wirklich ist, werden wir innerhalb der nächsten 2 Minuten erfahren. Rammen werden gebaut und es werden nicht wenig gebaut. Was natürlich jetzt aktuell die Katastrophe wäre für den Maiden, wäre, wenn wirklich viele Knights in die Base reinkommen oder wenn der Angriff kommt, während der hier gerade seine Rammen baut und er bekommt nicht mit. Aber das glaube ich nicht. Hat jetzt selbst 2 Mangel an dem Start. Das heißt, der French wird jetzt mit seinen Archern überhaupt nichts mehr zu lachen haben. Die Mangen werden die Archer einfach so kaputt ballern. Serial Killer, yes. But I think it will end very soon. Let's see what happens here. It's a great game. I like it. They both play on a different skill niveau than me. They're way better. They rock. This game is awesome. I love it. So, jetzt kommen die Rammen. Hier unten sind nochmal ein paar Knights in der Base. Können ein bisschen Schaden machen. Können ein bisschen Eco rausnehmen. Aber das Ganze ist nur Ablenkung. Hier oben sind die Rammen jetzt durchgebrochen. Und man hat 4 Mangen. Die kriegt er nicht gesniped. Womit will er die snipen? Mit seinen 5 Knights? 15 Knights, okay. 15 Knights. 15 Knights, die müssten aber schon hier in Position stehen, damit er an die Mangen rankommt. Und das kriegt er nicht durch, da stehen so viele Donzen. Ah, Castles sind so Noob-Mageten, da sagst du was. Ich renne auch ganz gerne rein, weil mir einfach die Geduld dafür fehlt. So, und jetzt geht das hier in den Clash rein. Die Knights gehen nach vorne, rennen in die Donzens. Die Donzens gehen einfach nach vorne und machen Peek, Peek, Peek. Und die Hälfte der Knights ist schon tot. Die Rammen verteilen hier Schellen, tanken einiges an Damage. Die Archer ballern nämlich eher auf die Rammen, anstatt sonst was zu machen. Jetzt sind die Mangen langsam in Position. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kriegen die Mangen einen Schuss hier rein. Knights sind an der Mangen. Erste Mangel ist down, zweite Mangel ist down. 2 Mangen sind noch übrig. Mangel. Oh, kriegt einen super schönen Hit. Oh mein Gott. Was ein schöner Hit. Und damit ist die Army des French besiegt. Er droppt auf unter 80 Supply. Doppeltes Supply generell hier für Samia, dem Malian. 70 Army Supply mehr. 13 Army Supply nur noch für den French. Und dieses Mal sollte es das tatsächlich gewesen sein. Er entscheidet sich auch dieses Mal komplett in die Eco zu gehen. Und zerfegt mit seinen Donzos hier alles, was in dem Weg steht. Und das sieht dieses Mal aber nach dem Game Ending Damage aus. Liebe Leute,
war es ein Game. 45 Minuten pure Action. Gut gespielt von beiden Spielern. Aber noch geht er nicht raus. Er wartet noch auf ein Wunder. Ein Wunder, was ihm hier das Game noch bescheren kann. Aber das sieht nicht so aus, als wenn das was machen kann. Close Game. Close Game. Es gab mehrere Situationen, wo man beiden Spielern den Sieg hätte zusprechen können. Weil er beendet es noch nicht, ne? Er beendet es noch nicht und er macht die Felder hier noch nicht kaputt. Ha. Uff. Er will es nicht beenden. Er will es nicht beenden. Ich glaube, er kostet es gerade völlig aus, dass er so weit vorne ist. Wie war die alte StarCraft-Regel? Wenn du vorne bist, sieh zu, dass du noch weiter nach vorne kommst. Und jetzt auch der Malian mit seinem Trade. Ja, beide traden dasselbe an. Aber, naja. Es ist schon Wahnsinn, was das für ein Game war. Da passiert nichts mehr. Ja, liebe Leute, schreibt mal in den Chat, wie fandet ihr das Match von, oder wie findet ihr das Match von den beiden hier? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ist wirklich sehr geil gespielt gewesen. Sehr, sehr geil gespielt. Ja, was soll ich da sagen, Alter? Ich muss das jetzt nicht unnötig hypen. Wir sehen alle, was da passiert. Wir sehen, dass er maxed out ist. Dass er nur 72 Supply hat. Dass da nicht mehr viel gehen wird. Rems, guck dir das an, wie da die Fackeln fliegen. Wahnsinn. Boah, jetzt will er die Burg umdrücken, oder was? Guck mal, wie viel ich habe. Uff. Also Samia denkt sich auch, Alter, wir machen keine Gefangenen. Wenn schon Krieg, dann löschen wir die gesamte Civ aus. Ja, spannendes Match, Alter. Richtig gute Action. So stelle ich mir Age of Empires vor. Das macht super viel Spaß. Wow, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Samia holt sich hier den Sieg.